Willkommen in der Sands in the Bay. Heute befassen wir uns mit Masterpiece Nummer 44, Optimus Prime 3.0. Auf die Box wollen wir nur kurz einen Blick werfen. Sie ist einfach auch viel zu groß, um sie auf die Kamera zu bekommen. Sie ist im normalen Masterpiece-Design, das heißt hier mit diesem weißen Rahmen, Masterpiece verchromt, Transformers 35 Jahre. Das ist, denke ich, auch der Anlass für die Neuauflage dieser Figur gewesen. Figur und Alt-Mode sind entsprechend wieder partiell foliert. Das ist ein Vapehappen-Karton, wie man sehen kann. Cybertron Commander Convoy Version 3.0, das ist jetzt alles nichts Überraschendes. Wir haben auf der Seite, ist das ein Riesenvieh, so eine schöne Action-Pose, schon mal grob erahnen lässt, wie artikulierbar diese Figur ist. Und hinten haben wir dann entsprechend nochmal ein Bild im Robot-Mode und verschiedenste Posen, Accessoires. Und ihr seht, das Ding ist voll mit Accessoires. Da werden wir also eine Weile von brauchen. Und ja, auf der Unterseite einfach nur, ich drehe es mal rum, die üblichen Warnhinweise in Sprachen, die ich nicht lesen kann. Ich zeige das eigentlich hauptsächlich deshalb, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass auch von MP44 über kurz oder lang irgendwann Knockoffs auftauchen werden. Und dann habt ihr zumindest schon mal ganz grob gesehen, wie die Box so ausschaut. Die Zubehörliste ist extrem lang, deswegen versuchen wir hier einigermaßen schnell durchzugehen. Als erstes kommen hier diese drei Figuren mit. Die finde ich von der Idee zwar ganz nett, ich hätte es nicht gebraucht, aber von der Umsetzung finde ich super mies. Also erstmal vom Look her sind sie ganz okay. Sie sind wunderschön bemalt eigentlich. Hier die beiden gelben Helme, gelbe Haare, der blaue Haarreif, hier diese weiße Kette, unterschiedliche Farben, Oberteil, hier sogar die Gürtelschlaufen bemalt, Hose, Stiefel. Das ist alles schön gemacht. Damit habe ich auch nicht das Problem. Artikuliert sind die Dinger eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben Kugelgelenke für den Kopf, für die Schultern, sogar für den Rumpf, dass also hier so eine Rumpfbeuge hat. Und entsprechend an den Hüften. Was allerdings ein Riesenproblem ist, die Gelenke sind teilweise sehr, sehr fest und ja, lösen sich eher mal aus der Verankerung. Bei Sparkplug ist es hier noch tatsächlich noch am besten. Bei dem Mädel, dessen Namen ich immer vergesse, gehen die Arme ständig ab. Ne? Macht man den Arm hoch, hat man den in der Hand. Bei Spikes ist es die Hüfte oder auch hier der Torso. Ne? Das ist alles ziemlich... Ich weiß nicht, also von der Qualität dieser Figuren bin ich nicht überzeugt, da ist der zweite Arm, bin ich nicht überzeugt, was die Gelenke angeht. Ich hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht, aber sie sind dabei. Ihr könnt die Figuren platzieren, einmal im Truck, dafür öffnet ihr die Tür. Das müsst ihr hier machen in dem Spiegel, also hier so ein bisschen ziehen und dann könnt ihr hier mit dem Finger drunter, so alleine mit dem Finger, das ist etwas schwierig. Und dann sitzt die Figur da so drin, durch die Seitenfenster kann man die Figur grob erahnen. Von vorne sieht man sie nicht, von daher finde ich das Gimmick einigermaßen albern. Sitzen können die Figuren natürlich außerdem auch in Roller. Und im Cockpit diese Abwehrstation. Was bei den Figuren ziemlich cool ist, ihr habt in den Füßen und auch im Rücken, ich kriege das gar nicht scharf, da und da, habt ihr Magnete in den Sohlen. Und diese Streifen hier sind magnetisch oder sind magnetisiert. Und dann könnt ihr die Figuren wirklich fest im Trailer hinstellen. Das finde ich richtig gut mitgedacht. Natürlich bringt er die Optimus Prime typische Laserkanone mit, Ion Blaster, wie auch immer man das Ding nennen will. Finde ich sehr, sehr geil gemacht. Es sind ein paar wirklich schöne Liniendetails drin. Es ist nicht völlig überfrachtet, aber auch nicht mega blank. Es ist ein schöner, mit so glänzender Metallic-Kunststoff, dunkelgrau, sieht gut aus mit einem etwas helleren Grau hinten auf der Schulterstütze als Farbakzent. Alles wunderbar, gefällt mir gut. Was ich hier besonders schön finde, bei MP10 hattet ihr ja auch so einen Blaster, den konnte man dann zusammenklappen und in dem Rucksack, also im Backpack verstauen. Auch diese Waffe kann man zusammenklappen, allerdings hat man hier, ich weiß nicht, ob man das hört, ne? Hier kann man es auch so ein bisschen sehen, ne? Die zwei verkeilen sich so ein bisschen ineinander. Dadurch ist die Waffe bombenstabil, da passiert überhaupt nichts und trotzdem könnt ihr sie hier an diesen beiden Gelenken und an dem Griff selber einfalten. Am Heck des Trucks habt ihr dann hier diese Haltevorrichtung. Da seht ihr, da ist so ein T-förmiges Stück drauf, ne? Das hier. Und das passt, mal gucken, richtig rumdrehe hier, genau. Hier nehme ich dann entsprechend in die Waffe. Das heißt, ihr könnt die Waffe dann hier von der Seite draufschieben und habt sie dann hier entsprechend im Truck-Modus verstaut. Montiert wird die Waffe wie gehabt hier mit dem Pin am Griff in der entsprechenden Öffnung in der Handfläche. Und dann müsst ihr nur gucken, die Hand darf nicht zu weit ausgestreckt sein, sonst kriegt ihr nämlich die Finger nicht mehr dran vorbei. Also schon mal so ein bisschen vorkrümmen und dann könnt ihr das Ganze hier eben in die Hand stecken, wenn ihr den Pin denn trefft. Das erweist sich gerade als gar nicht so leicht. Und dann schließt ihr hier die Hand drumrum und dann hat er seinen Blaster in der Hand und das sitzt auch ziemlich gut. Auch im Bot-Modus könnt ihr die Waffe verstauen, dafür gabt ihr den Griff hier entsprechend weg. Und jetzt habt ihr hier diesen Doppelpin, diesen da, und der ist gedacht hier für diese Öffnung. Gibt es auf beiden Seiten, naja, genau. Und dann könnt ihr den Blaster hier so
dran drücken, so als Schultermontage, finde ich gar nicht so schlecht. Wenn euch das aber nicht gefällt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Ding halt wieder klein zu machen und könnt dann hier euch diese Klappe wieder rausholen und dann kann das hier so am Hintern hängen haben. Weiß ich nicht, ob das so eine schöne Option ist. Ergänzen könnt ihr die Laserwaffe um einen dieser beiden Effekte hier. Man hat tatsächlich mal Waffeneffekte beim Masterpiece. Bitte lasst das Schule machen, finde ich voll gut. Ich finde die jetzt nicht so mega berauschend. Ich finde das Plastik sehr schön. Es ist fest, es ist ein bisschen rau und so ein bisschen milchig. Ich finde, das kommt ganz gut. Und die könnt ihr dann hier vorne entsprechend reinstecken und dann habt ihr halt hier so einen Schusseffekt, den finde ich eigentlich ziemlich nice. Diese Effekte könnt ihr außerdem verwenden mit diesem Zubehörteil hier, dem Jetpack, was er sich in irgendeiner Folge mal von Sideswipe leitet. Ihr seht, das ist ein graues Stück Plastik, was wunderschön bemalt ist. Schön metallic rot. Das sieht richtig klasse aus. Das ist einfach nur hellgrauer Kunststoff hier für die Düsen. Wir haben hier noch so das dunkle Grau oder das Plastik scheint hier noch so ein bisschen durch. Das sieht cool aus. Gefällt mir echt gut. Und da könnt ihr halt, wie gesagt, die Effekte auch hier in diese Düsen stopfen. Das finde ich jetzt optisch nicht so mega überzeugend. Da wäre so ein ausgefranster Waffeneffekt wie der Siege Jetfire zum Beispiel. Das hätte, glaube ich, besser ausgesehen. Aber naja, als Notlösung geht es im Zweifel auch noch. Das Backpack montiert sich relativ einfach. Ihr hängt das im Prinzip nur hier oben ein, ne? Also hier in diese Lücke zwischen dem Chrom und dem Rot. Und dann drückt ihr das hier entsprechend da drauf. Und dann habt ihr das. Das Schöne ist, dadurch, dass es rot ist, wird es jetzt nicht noch größer hinten drauf. Aber ja, ob man das jetzt will oder nicht. So geht es auf jeden Fall dran. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ding auch im Trailer verstauen oder am Trailer vielmehr. Wir klappt ihr erstmal dieses Teil runter und dann diesen Block, diesen kleinen Stift hier 90 Grad so rundherum. Und dann habt ihr hier oben auf der Oberseite des Trailers diesen Steckplatz. Und da könnt ihr das Ding dann draufstopfen. Und wenn ihr es richtig übertreiben wollt, dann nehmt ihr noch eure beiden Blasteffekte. Das steht tatsächlich so in der Anleitung. Und ja, dann habt ihr einen raketengetriebenen Trailer, wofür auch immer man das brauchen möge. Als weitere Waffe haben wir die Energieaxt, die ist aus dem gleichen festen, leicht rauen und milchigen Kunststoff wie die Waffeneffekte. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Und hier so ein bisschen eingearbeitet in die Klinge, so ein paar Details, die Spitze und so. Gefällt mir in der Form ganz gut. Ist relativ klein, gerade gemessen an der letzten. Aber ich finde es ganz schön, dass es halt nicht dieses Gummi ist. Und ihr seht, die ist hier geschraubt. Das heißt, ihr könnt die dann, wenn die montiert ist, auch tatsächlich noch. Dann kann ich jetzt so schlecht zeigen, müssen wir gleich mal uns in der Montage angucken, aber könnt ihr dann halt auch noch hier so rauf runter bewegen. Wenn ihr die Axt haben wollt, müsst ihr die Hand abziehen. Das klingt brutal, ist aber einfach wirklich hier nur so, einfach hier so eine Klemme, ne? Zack, da ist sie drauf gesteckt und das war's. Die Axt hat entsprechend hier diesen Steckplatz, da schiebt ihr das drauf. Das sitzt relativ locker, wie ich finde, habt aber die Möglichkeit, jetzt hier die Axt halt noch so ein bisschen zu bewegen. Dadurch zieht ihr sie gerne mal aus der Verankerung. Das ist nicht so gut gelöst. Könnt ihr auch hier noch drehen. Das funktioniert alles. Und dann hättet ihr Optimus Prime mit seiner Axt. Ich fand die noch nie toll, aber ich glaube, als Lösung ist es okay. Dann bekommt ihr zwei alternative Köpfe. Das eine ist der eher ja etwas rundere Kopf, so zu Beginn des Cartoons, der ähnlich schön bemalt ist wie der vormontierte Kopf, der eher so an den Filmen sich orientiert. Silber bemalte Gesichtsplatte und das alles um die Augen. Die Augen selber sind in diesem super schönen Türkis. Wir haben den silbernen Diamanten oben drauf und rundherum blau metallic bemalt der Helm. Das sieht klasse aus. Was überhaupt nicht klasse ist, da kommen wir bei der Figur aber auch gleich noch drauf, sind die Antennen. Die sind nämlich sehr dünn. Das stört mich nicht, aber das sehr dünne Plastik wird am Ende oder am oberen Ende wirklich durchscheinend. Und was mich am meisten stört, es biegt sich nach innen. Und das nervt. Der zweite Kopf, den ihr noch habt, ist, da ist das mit den gebogenen Antennen tatsächlich Absicht, ist der beschädigte Kopf nach dem Kampf mit Megatron im 86er Film. Sieht richtig cool aus hier mit diesen tiefen Furchen in der Gesichtsmaske, schön eingekerbt, ist klasse gemacht. Ansonsten ähnlich bemalt wie der andere Kopf. Auch hier so ein bisschen das Auge so ein bisschen hochgezogen, ne? Als wäre mit entsprechend gepeinigt von Schmerzen und ja, ist. Auch hier sogar auf der Rückseite hat man noch so ein paar Macken. Also der gefällt mir wiederum richtig gut. Ergänzend dazu habt ihr noch hier dieses Teil für die Austauschteil für die Taille, wo er entsprechend dann von diesem, was schon, ich glaube, so ein Stück Fels oder so wird da auf ihn geschmissen im Film, ne? Wo dann durchbohrt wird. Das könnt ihr entsprechend auch noch austauschen, um den Look komplett zu machen. Die Köpfe zu tauschen ist recht simpel. Ihr zieht nämlich einfach hier den Kopf nach vorne ab und steckt die anderen entsprechend drauf. Sowas mag ich, weil ich bin kein großer Fan von Schrauben und die ganze Zeit irgendwie rumdaddeln mit Metall an diesen Figuren. Also abziehen drauf, finde ich klasse, vor allem wenn es halt auch noch vernünftig hält. Das heißt, dann hättet ihr einmal hier quasi den runden Kopf aus dem G1-Cartoon, der sieht dann so aus. Und dann haben wir noch den, na, ich habe noch hier in der
Storage Box vom Trailer den Battle Damage hat. Den drücken wir da auch noch drauf. Den muss man genau richtig treffen, dass das nicht verkantet irgendwie. So. Und dann habt ihr den Look. Und damit das vollständig ist, müsst ihr gar nichts weiter tun, als einfach nur hier habt ihr einen kleinen Steckplatz. Und da schiebt ihr das ganze Teil hier entsprechend drauf. Natürlich ist das jetzt ein bisschen dicker als auf der anderen Seite, aber ich glaube, das ist überschaubar. Und dann habt ihr euren Battle Damaged MP44. Das sieht auch ziemlich cool aus. Fast noch geiler wäre es natürlich, wenn sie jetzt noch eine graue Version rausbringen. Ich glaube, dann werden sie eine Menge Kindheitstraumata aufarbeiten müssen. Dann habt ihr das Starscream Gimmick, über das ja einige schon ein bisschen gelächelt haben. Ich finde es aber eigentlich irgendwie, ist es eine ganz nette Hommage an die Folge, an der sich Starscream als Optimus Prime verkleidet. Und ihr bekommt zwei Starscream-typische Teile. Einmal hier diese Lufteinlässe für die Schultern. Und ihr bekommt diesen Kopf. Zu diesem Kopf muss ich übrigens sagen, das ist der geilste Starscream-Kopf, den ich bisher gesehen habe. Und ich würde den total gerne irgendwie versuchen, auf meinen MakeToys Starscream drauf zu packen. Leider ist der hier hinten sehr hohl für das Montagesystem von MP44. Deswegen weiß ich nicht, ob das klappen wird. Aber probieren wir das in jedem Fall. Starscream da drauf zu bauen ist relativ simpel. Ihr zieht wieder den Kopf ab, weil wir das bei den anderen Köpfen auch schon der Fall war. Drückt den dann hier entsprechend drauf und dann hebt ihr den Kopf an, entfernt hier die Verankerung vom Backpack. Na, leichter drauf als ab. So. Und dann habt ihr hier dieses Teil von Starscream, was ihr einfach hier drüber schiebt. So. Und dann könnt ihr das Ganze mit diesen Schulterpolstern wieder arretieren. Zumindest so im Groben. Und dann habt ihr hier diesen Look. Es ist tatsächlich nicht mehr als ein Gimmick. Ne? Wir haben hier oben hier unten sind die Lücken und so. Das sieht alles nicht so wunderbar überzeugend aus, muss man ehrlicherweise auch mal sagen. Aber ich finde den Starscream-Kopf, ich finde den immer noch großartig. Dann haben wir noch die Matrix. Mit Sicherheit die schönste Matrix, die ich bisher gesehen habe bei einer Masterpiece oder allgemein bei irgendeiner Figur. Diecast-Teil, Silber außen, dieses Bronze-Gold in der Mitte und dann dieses wirklich großartige Metallic-Türkis für das Innenleben. Das sieht absolut genial aus. So öffnen oder so lässt sie sich nicht. Ist wirklich ein festes Diecast-Teil, aber wunderschön. Die Matrix kommt natürlich in die Brust, wohin auch sonst. Das heißt, die Fenster müsst ihr so ein bisschen anheben, weil die unten so einen kleinen Pin haben. Öffnet die dann hier entsprechend nach außen, habt dann hier eure Matrix-Kammer. Die ist ein bisschen schmucklos, also die sieht bei Transform Element deutlich schöner aus, aber dafür scheint sie entsprechend auch nicht durch. Und dann habt ihr hier, seht ihr die Öffnung für die Matrix und dann nehmt ihr euch eure Matrix, klemmt die da rein, schiebt sie richtig schön bis hinten hindurch, macht die Klappe zu, die drückt die Matrix dann auch ein bisschen rein und dann macht ihr eure Fenster wieder davor. Wie gesagt, müsst ihr jetzt wiederum ein bisschen anheben, dass ihr da rein wieder dran vorbeikommt an den... So, und dann ist das auch sauber geschlossen. Dann bekommt ihr dieses klar transparente Kunststoffteil für eine Displaybase, die bei Masterpiece 41 Dinobot dabei ist. Und dann könnt ihr Prime mit dieser Displaybase entsprechend verbinden und halt an den Flugposen und so weiter setzen. Bringt mir nichts, weil ich habe diese Figur nicht. Dann bekommt ihr die Sammelkarte. Die ist die erste große Enttäuschung für mich. Was aber nicht dramatisch ist, weil sie insgesamt halt eigentlich auch gar keine Rolle spielt. Aber wir haben erstmal das Artwork vorne, finde ich nicht so mega gut gelungen. Das habe ich schon besser gesehen. Der Truck sieht ganz geil aus im Hintergrund. Der Rest ist Standard, Textbacks und Foto, alles Standard. Aber die Qualität, weißt du, das ist immer noch die gleiche dünne Pappkarte, wie sie schon jetzt gerade erst gesehen bei MP27 und ich glaube auch 22. Ich glaube, bei jedem Masterpiece seit MP01 war. Und da könnte man mal ein bisschen aufbohren, wenn ich daneben halte, mal Spaß habe, die Karte von Zeta Toys, ne? Richtig fester Kunststoff, matt gedruckt, mit geprägter Nummer, hier teilweise mit Glanzeffekt und sowas drauf. Also, das ist wirklich, das hier ist ziemlich billig. Bevor wir zum Trailer kommen, als letztes noch diese kleine Box hier. Die lag einfach so oben mit auf dem Paket mit drauf. Ich weiß deshalb nicht, ob sie quasi, ich vermute nicht, dass der Händler sie jetzt freiwillig dazugelegt hat. Ich nehme an, dass sie quasi jeder MP44-Käufer irgendwie, oder vielleicht auch jeder Pre-Order oder wie auch immer, dazu bekommen hat. Und da drin findet ihr diesen kleinen Pin. Der ist jetzt hier noch so in seiner Tüte. Dann packen wir den noch gerade mal aus. Können wir mal einen Blick drauf werfen. Und das ist cool. Masterpiece 44, so die Matrix mit dem Kopf und so. Schön dieses etwas dunklere Gunmetal und dann einfach hier hinten so als Stecker. Das finde ich ganz nett. Gefällt mir auf jeden Fall besser als die Sammelkarte.
Kommen wir zum Trailer und zu dem gibt es tatsächlich einiges zu erzählen. Das ist unfassbar, was man mit diesem Ding alles machen kann. Erstmal, der Look ist natürlich super auf Cartoon getrimmt. Ich finde den, er ist schwer, fühlt sich super hochwertig an. Finde ihn tatsächlich von der Aufmachung her, fand ich den MP10-Trailer schöner. Mit diesen geprägten Linien und dem geprägten Symbol. Hier ist das jetzt nur in Anführungsstrichen gedruckt. Und hier der Streifen ist bemalt. Das hier ist der gleiche, würde ich mal vermuten, oder zumindest ähnlich gelagert. Ja, ein bisschen heller ist er. Kunststoff wie der. Wie die Waffe auf jeden Fall mit so einem Metallic-Look. Das ist schön. Wir haben das Blau hier unten drunter. Die Felgen, das sind die Reifen sind aus Gummi, die Felgen sind verchromt und hier sogar das Ersatzrad ist entsprechend bemalt und so. Die Lichter hinten sind rot. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Metallic-Bemalung und dann diese rote transparente Kunststoff oben drüber. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ist gut gemacht. Also wirklich ist ein sehr, sehr schöner Trailer. Der hat am Anfang erstmal die üblichen Features. Das heißt, ihr klappt hier diese Ständer raus und die gehen dann entsprechend hier mit runter. Ne? Schupp, sehr, sehr schön. Und dann steht das Ding schon mal stabil. Ihr habt zusätzlich hier vorne noch diese beiden Stützen, die ihr rausklappen könnt. Ah, schon bei der MP10 nicht gut dran. Das hat sich hier nicht viel verbessert. So, dass ihr also das ganze Ding auch erstmal so ganz stabil hinstellen könnt. Das ist gar kein Thema. Das klappt ja weg. Hier hinten habt ihr die beiden Türen. Da könnt ihr reingucken. Das funktioniert alles wunderbar. Hier hinten ist eine ausziehbare Rampe. Die ist sehr lang. Finde ich sehr gut. Ist auch nochmal hier ein bisschen abgesetzt mit dem dunkleren Farbton. Das ist alles schön gemacht. Und natürlich könnt ihr das Ding auch anhängen. Alles andere wäre ja auch albern. Und dafür habt ihr hier diesen Verbindungsstecker. Hier ist die Anhängerkupplung. Und dann habt ihr den ikonischsten aller ikonischsten Looks für Optimus Prime, nämlich mit Trailer. Und das ist sicherlich ein großes Verkaufsargument für MP44, dass im Gegensatz zu den Third-Party-Alternativen einfach den Trailer dabei hat. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ihr ihn maximal so einschlagen könnt. Der hätte ich mir für Fotos gerade oder so, hätte ich mir gewünscht, dass man das noch ein bisschen weiter, zumindest mal so 90 Grad in beide Richtungen, wäre schon ganz schick gewesen. Aber ich denke, so geht das schon in Ordnung. Geöffnet wird der Trailer wie gehabt, einfach hier in der Mitte. Das ist hier mit diesen Clips, finde ich, der geht deutlich schöner auf, glaube ich. Oder war das der? Nee, ich glaube, das war der G1-Trailer, der so super schwer aufging bei mir. Und dann habt ihr hier das Innenleben. Ihr seht auch hier wieder technische Details, nicht ganz so extrem wie bei MP10. Gefällt mir hier ehrlich gesagt ein bisschen besser. Wir haben auch hier entsprechend hier mit blauem Kunststoff diese Einsätze mit den Sitzen. Da werden wahrscheinlich auch die Figuren reinpassen, würde ich jetzt mal vermuten. Also grob ist das schon okay. Und dann habt ihr hier das Combat Deck, wie es so schön heißt. Nach Aussage der Anleitung, wir klappen gerade mal die Stützen raus und dann können wir uns hier das Ganze auch ein bisschen angucken. Und mit diesem Ding habt ihr jetzt unfassbar viele Optionen. Als erstes haben wir hier diesen Flugabwehrwagen. Den kennt man auch aus jeder Inkarnation von Optimus Prime, sobald der Trailer dabei war. Und das sieht auch hier wieder richtig gut aus. Schön stabiles Ding. Blauer Kunststoff, schwarze Plastikreifen, silberbemalte Felgen und der schwarze Arm. Und das hier oben ist eigentlich auch alles blauer Kunststoff. Hier oben haben wir einen Akzent durch ein anderes Kunststoffteil. Das sind aber alles Features, die wir gleich noch uns angucken können. Blau transparent hier für die Scheibe. Innen drin haben wir hier den grauen Kunststoff für das ganze Innenleben, das auch schön ausdesignt ist. Also da gibt es wenig dran zu meckern. Ist jetzt aber auch nichts, irgendwie, was jetzt einen Kreativitätspreis gewinnt. Das ist halt einfach immer dabei. Ja? Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt. Zum einen habt ihr natürlich hier den Arm. Der sitzt auf einer schönen festen Ratsche. Hier oben ist es nur ein Reibungsgelenk, das reicht aber. Ne, hier Doppelarm und damit könnt ihr das Ding wirklich so ausrichten, wie ihr das wollt. Dann habt ihr hier, ich gehe heute ein bisschen schneller durch die Accessoires durch, weil es so viel ist. Wir wollen ja irgendwann auch nochmal fertig werden. Wir haben hier vorne die Kanonen, die könnt ihr rausschieben. Die eine ist ein bisschen fester als die andere, die rasten dann vorne entsprechend ein und könnt ihr dann auch wieder versenken. Ihr habt diesen kleinen Scanner hier, der lässt sich entsprechend drehen. Vorne, hinten klappen, wunderbar. Ihr habt diese Greifzange, die lässt sich ausklappen. Und auch hier vorne entsprechend öffnen. Das sind alles feste Gelenke. Also ich glaube, da kannst du dann mit Sicherheit auch mal was reinhängen. Einfach jetzt gerade, weil ich es habe. So also wie den Kopf oder so. Das geht alles schon. Ob das was bringt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das sind so erstmal die ersten Möglichkeiten, die ihr mit habt. Ihr könnt das Teil hier entsprechend entfernen. Und könnt dann das hier wie so eine Art Flight Stand benutzen. Ich würde dafür empfehlen, diese Dinger hier wegzuklappen. So, dann steht das nämlich auch stabil. Auf die gleiche Art und Weise kriegt ihr das Ding auch auf dem Combat Deck unter. Ihr klappt nämlich hier unten diese zwei schwarzen Halterungen, klappt ihr raus und klappt die Reifen weg. Und dann nehmt ihr euren Trailer,
Er hat hier diese zwei Schlitze da vorne ein bisschen breiter und dann entsprechend schmaler. Das heißt, ihr setzt es auf der breiten Ebene, setzt ihr das Ganze auf und schiebt es dann einfach nach vorne, dass das Ganze dann einrastet. Und dann habt ihr den wirklich bekannten Look von diesem Anti-Aircraft-Teil entsprechend in der Hinterseite des Trailers. Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, das einmal so haben. Ihr könnt das Ganze hier rausholen, könnt dann hier an der Seite, gibt es so kleine Paneele, diese hier, die klappt ihr weg. Ach, mal fest die Dinger hier. So. Und hier ist ein bisschen eingerastet an der Seite. Klappt die an die Seite und wenn ihr dann den Trailer schließt, guckt das ganze Ding hier entsprechend raus, dreht es dann rum. Das heißt, ihr könnt mit diesem Look arbeiten, könnt das Ganze auch kleiner machen. Ich glaube dann irgendwie so. Und reicht das schon? Noch nicht ganz. Ein Klick brauche ich noch. So, ne, dass es dann so rausguckt. Also ihr seht, ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten. Das Ganze lässt sich dann noch rotieren. Es hat wirklich einen hohen Spielfaktor, dieser Trailer. Dann gibt es auch noch die Variante, dass ihr diese beiden Klappen hier nach außen faltet. Den Trailer, dieses ganze Ding hier nach hinten zieht und dann das hier zuklappt. Und dann könnt ihr das Ganze, die Kamera mal kurz nach oben klappen, auch noch so irgendwie machen. Also die Möglichkeiten sind nicht alle sinnvoll, aber ja, es ist möglich. Was sicherlich noch ganz gängig ist, ist diese Nutzung so als Wartungsdock. Das könnt ihr noch ein bisschen ausfallen, indem ihr hier diese blauen Teile runterklappt. Dann habt ihr hier so Stehplattformen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, da bin ich total an Neon Genesis Evangelion, einfach weil ich es gerade gucke. ihr habt dann hier wieder diese Magnetflächen, wo eure Figuren draufstehen können. Ihr könnt dann hier zum Beispiel könnt dann die Zapfsäule dran machen. Ihr könntet den Blaster könnt ihr hier entsprechend lagern und so weiter. Also habt ein paar Möglichkeiten und könnt dann hier entsprechend auch noch die Figur einstellen, sodass ihr A, eine schöne Display-Option habt und halt auch so eine Art, ja, schon irgendwie Playset. Ich weiß nicht, wie viele das mit Masterpiece-Figuren wirklich machen, aber das finde ich schon eine relativ schöne Sache. Ebenfalls unvermeidbar, wenn ein Trailer dabei ist, ist natürlich Roller. Und wir haben ihn diesmal in Grau, also sehr an den Cartoon angelehnt, wie die ganze Figur. Vorne rottransparenten Kunststoff für die Lichter, hier hinten dieses rottransparente Licht auf dem Heck. Die Innenseite ist einfach ein dunklerer Kunststoff, die Räder sind silber bemalt, ansonsten schwarzer Kunststoff. Rollt hervorragend, wie Roller auch sollte. Und ansonsten ist er vom Design eigentlich genau das, was man erwarten würde. Im Trailer parken könnt ihr Roller, indem ihr den einfach hier hinten obala reinstecken. Müsst nur gucken, dass er nicht die ganze Station dabei wieder mit rausschiebt. Und dann ist er auch so fest, dass er euch nicht rausrollt. Ihr könnt den oberen Teil von dieser Anti-Luft-Kanone nehmen, könnt dieses Teil hier rausklappen und dann bei Roller auf der Rückseite hier das Licht einfach wegklappen und könnt dann das Ding hier draufsetzen und Roller ein bisschen upgraden. In den gleichen Steckplatz könnt ihr auch Optimus Blaster verstauen. Dann bekommt ihr hier diese Zapfsäule, also hier vorne den Hahn mit dem Gummischlauch hinten dran und dann hier mit diesem hinteren Teil. Auch das könnt ihr an Roller hier, da habt ihr diese beiden Steckplätze, eins links und eins rechts, dann kriegt ihr das da entsprechend auch unter. Alternativ könnt ihr die Zapfpistole auch mit dem Teil hier oben reinstecken. Das sind alles so Optionen. Ich zeige euch das nur, weil es entsprechend in der Anleitung mit drin ist und eine gedachte Variante ist. Ob das wirklich jemand braucht, sei dahingestellt. Was mich ein bisschen irritiert, normalerweise kenne ich das so, dass diese Teile alle im Trailer verstaut werden können und dann kriegt ihr das auch zu. Nur, ich habe hier wirklich ein Problem. Ich kriege den Trailer nicht vernünftig geschlossen. Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt, ob ich jetzt irgendwo einen Fehler gemacht habe oder was, keine Ahnung. Aber ich habe hier immer so dieses Dach irgendwie und das sieht scheiße aus. Aber theoretisch kriegt ihr das alles im Trailer unter. Was sehr schön ist, ihr habt hier unten, das hat ein bisschen was von dieser Krümel-Auffangschale beim Toaster, habt ihr noch ein schönes kleines Fach und da könnt ihr noch eine ganze Menge an Teilen auch noch verstauen. Schaut am Ende dann so aus und dann schiebt ihr die ganze Nummer einfach hier wieder in diese, das ist so eine Schiene, schiebt ihr das Ganze wieder rein und zack, habt ihr das alles weg. Das finde ich nice. Wollen wir endlich mal über die Figur reden, beziehungsweise erstmal über den Fahrzeugmodus, in dem er auch geliefert wird. Erstmal vom Grundfeeling her, er ist schwer. Er ist richtig schwer, hat einiges an Diecast verbaut, wo genau, sage ich euch gleich im Einzelnen noch, aber es sind schon einige Stellen. Er ist insgesamt rundherum, eigentlich alles, was man sehen kann, hat irgendwie so ein Lackfinish. Ja? Und dadurch glänzt er ungemein und wirkt halt wirklich richtig lackiert und das sieht absolut großartig aus. Der Truck
Es ist unglaublich viel Panelarbeit. Und wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich auch die ganzen Linien. Aber ganz ehrlich, gerade wenn er so ein bisschen beleuchtet ist oder so, durch die vielen schönen Details, die man hier in den Linien auch hat, hier mit diesen Tankdeckeln, hier die ganzen Nieten und so weiter, ich finde nicht, dass das unsauber aussieht. Ganz im Gegenteil, ich finde den Truck klasse. Ich finde ihn richtig gut. Das Einzige, wo er so ein bisschen auseinanderfällt, ist auf der Oberseite des Hecks. Ne, hier so mit den, kann man in die hohlen Tanks reingucken und das ist alles sehr zerklüftet und so weiter. Und dadurch, dass der Trailer, ich gerade nochmal zeigen, halt auch ja, verhältnismäßig weit hinten sitzt, wird er halt jetzt auch nicht viel verdeckt. Wenn er jetzt irgendwie, lass mal los, ein bisschen weiter noch irgendwie, ne, dann hätte man das ein bisschen schöner verstecken können. Ist halt jetzt nicht der Fall. Aber ich finde da das Heck insgesamt sonst auch nicht schlimm. Man hat Hecklichter oder Rückleuchten mit eingearbeitet. Das muss man alles sauber ausrichten, aber es ist da. Ne? Wir haben also hier schön diesen silbernen Akzent und die bemalten Rückleuchten. Das ist cool. Wir haben Gummireifen auf verchromten Felgen. Wir haben den verchromten Tank. Wir haben keine sichtbare Hüfte, also nicht dieses weiß-gelbe Hüftschild. Das ist halt hier so ein bisschen, sieht so ein bisschen technisch aus. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Und auf der Front haben wir den verchromten Stoßfänger, den verchromten Kühlergrill, die verchromten Leuchten, die blautransparenten, aber so ein bisschen getönten Fenster, wo man nichts durchsehen kann, weil dahinter auch nichts ist in dem Sinne. Aber dadurch hat man auch nicht, kann man das auch nicht irgendwie in die Matrixkammer oder so gucken. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und hier noch ein bisschen gelbtransparent für die Blinker. Ansonsten haben wir hier auf der Seite keine großartigen Details. Das Autobot-Symbol ist sehr cartoongenau, halt auch nur Outlines und gedruckt. Das fand ich tatsächlich bei MP10 halt ein bisschen hochwertiger mit diesem richtig geprägten Symbol. Das hätte sicherlich auch einen gewissen Charme gehabt. Aber ja, sei es drum. Er hat gesagt, Gummireifen, rollte auch wunderbar. Hängt aber davon ab, dass man ihn wirklich sauber ausrichtet. Als ich ihn aus dem Karton geholt habe, rollte er nämlich zum Beispiel nicht. Da war ein bisschen kippelig. Das ist jetzt quasi meine zurücktransformierte Variante schon. Und das kriegt man dann auch hin, wenn man das sauber macht. Das sauber zu machen ist eigentlich gar nicht so ganz einfach. Gerade hier vorne, hier dieses Seitenpanel, dass das überall richtig einloggt, ist nicht so ganz einfach zu machen. Hier oben haben wir noch die orangen Akzente. Wir haben die Spiegel, die sich klappen lassen, so ein bisschen wie man das möchte. Und es ist halt der cartoon-akkurate Truck, das heißt, ihr habt nur Rot und nur Blau, ähnlich wie das Transform Element auch schon gemacht hat. Und gerade wenn ich mir jetzt versuche, den Transform Element nochmal in den Kopf zu rufen, der sah hier hinten auch so ein bisschen zerledert aus. Ja, der einzige, der eigentlich hier deutlich klarer ist, ist der Magic Square, das seht ihr gleich noch. Aber ja, ich finde es gut für das, was man erreichen wollte. Mir persönlich fehlt immer so ein bisschen der silberne Streifen, ich mag den halt gerne. Aber ich habe an dem Truck-Mode eigentlich bis auf diese hohlen Tanks hier nicht wirklich was auszusetzen. Sieht richtig gut aus. Hier haben wir einmal Masterpiece Prowl zum Vergleich. Hier haben wir Masterpiece Ultra Magnus. Ihr seht, der ist ein Eckchen kürzer. Aber die beiden Führerhäuser, vielleicht können wir das nochmal irgendwo in Szene setzen, muss ich die Kamera kurz umstellen, sind von der Größe her schon vergleichbar. Das passt also. Und abschließend noch der Vergleich mit Magic Square's Light of Freedom, meinem aktuellen Masterpiece Optimus Prime. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den Magic Square. Er ist eine tolle Figur. Aber jetzt, wo man die zwei so direkt nebeneinander sieht und auch damit hantiert und so weiter, das Ding ist ein Masterpiece. Das Ding ist ein Spielzeug. Das ist wirklich so mein Gefühl. Natürlich ist der extrem kompliziert und so, das seht ihr ja gleich alles noch. Aber es ist einfach von der Präsenz ein riesiger Unterschied. Ein riesiger Unterschied. Macht ihn hier nicht zu einer schlechten Figur. Absolut nicht. Und man muss auch immer den Preis im Hinterkopf behalten. Ich denke aber, das sollten wir ganz zum Schluss nochmal diskutieren. Aber man merkt auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied, was die Qualität angeht, was die Konstruktion angeht und einfach auch die Präsenz. Da hat der MP44 einen ganz klaren Vorteil. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass sich das in real, ich habe ja vorher schon Vergleichsbilder gesehen, in real so krass anfühlt. Wirklich nicht. Kommen wir endlich zur Figur. Hat ja auch lang genug gedauert. Wir fangen an beim Kopf. Wir haben natürlich schon auf ein paar Details geschaut bei den Austauschköpfen, aber wir gucken uns das auch hier nochmal an. Der Kopf ist rundherum zumindest mal lackiert. Ich vermute mal, dass was da durchschimmert, ist das Grundplastik. Und wir haben schön diesen silbernen oder den grauen, hellgrauen Diamant hier. Gleiche Farbe wie die Gesichtsplatte. Die Augen sind toll bemalt mit diesem Türkis. Das sieht klasse aus. Also ich habe am Kopf auch von der Form und so weiter fast nichts auszusetzen. Das Einzige, was halt wirklich stört, das hatte ich bei den Austauschköpfen auch schon erwähnt, sind diese sehr dünnen Antennen, die sich halt so leicht nach innen wellen. Das ist noch nicht ganz so extrem, wie ich es bei manch anderen gesehen habe. Aber ich finde, das haben halt andere Firmen schon deutlich besser hinbekommen. Und da hätte ich definitiv
mehr erwartet. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da Hasbro bzw. Takara vielleicht nochmal das nachlegt und irgendwie Austauschköpfe mit besseren Antennen bringt, weil das ist wirklich nicht schön. Ansonsten haben wir die mega maximale Cartoon-Akkuranz. Ich glaube, viel krasser wird es nicht mehr. Wir haben diesen sehr kurzen Torso mit den sehr quadratischen Fenstern. Die sind hier entsprechend hier mit dem Orange bemalt. Ich habe hier schon ein leichtes Farbchipping auf einer der Leuchten. Das ist ein bisschen unfein. Das ist halt, ich werde jetzt hier wahrscheinlich an vielen kleinen Sachen rummäkeln, aber man muss davon nicht vergessen, wir reden hier über eine 450 oder 400 Euro Figur oder 500, je nachdem, wo man sie bekommen hat. Und dann müsste eigentlich alles perfekt sein. Muss man, so ehrlich muss man schon mal sein. Und da ist sowas wie Farbchipping hier auf so einer Leuchte wirklich nicht von Vorteil. Das Autobot-Symbol haben wir schon gesehen. Wir haben hier den grauen Streifen rundherum. Auch der hat hier schon eine Farbmarke an der Seite, beziehungsweise mehrere. Das ist nicht schick. Wie gesagt, das Ding ist heute frisch aus der Box gekommen. Also quasi erst 3-4 Stunden in meinem Besitz oder auch 5-6 von mir aus. Das darf eigentlich nicht sein. Aber insgesamt ist der Look ist großartig. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist nur das Thema Präsenz, was wir am Thema Truck auch schon hatten. Seit der hier steht, hat der irgendwie so eine gewisse Aura, die sich schwer beschreiben lässt. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass er eben unser aller geliebtes Cartoon-Bild so super akkurat abbildet und dabei halt auch noch irgendwie geil aussieht. Ja, hier sehr quadratisch auch der Kühlergrill. Ist nicht der gleiche wie beim Truck, der wird getauscht. Oder wird er? Doch, wird getauscht. Aber ist trotzdem gut gemacht. Genau, der andere liegt ja hier oben drin. Und Proportionen finde ich toll. Ne, finde ich wirklich richtig gut gelungen. Er ist insgesamt, wirkt ein bisschen kleiner als andere Masterpiece Primes. Wir stellen gleich den Magic Square nochmal daneben. Aber Proportionen in sich sind eigentlich wirklich super. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr Hals gebrauchen können. Vielleicht der Kopf ein bisschen zu groß. Liegt vielleicht im Auge des Betrachters. Aber sonst muss ich sagen, fällt mir eigentlich nichts negativ auf, was das Design angeht. Wir haben hier die silber lackierten Auspuffrohre. Das ganze Ding ist überall Finish drauf. Auf dem Weiß, auf dem Rot, auf dem Blau, auf dem Grau, auf dem Gelb. Überall ist irgendwie was drauf. Dadurch glänzt der und hat einfach, ist einfach, nimmt den Raum für sich ein, wo er steht. Das ist wirklich gigantisch. Habe ich lange nicht mehr erlebt bei so einer Figur. Ich glaube, das letzte Mal bei Sunstreaker. Und hier ist es nochmal eine ganze Kante. Krasser. Dann haben wir hier das untere Teil ist diesmal weiß. Nicht wie bei MP10 Silber und Grau. Jetzt ist mir hier die Hand abgefallen. Warum? Ich vermute mal, weil ich sie beim Rumtüdeln mit der Axt und so weiter nicht richtig festgesteckt habe. Verchromte Tanks. Wir haben die zwar sehr blauen Beine, aber hier halt im Gegensatz zum Beispiel bei Transform Element, wir haben hier diese Vertiefungen fürs Knie, wir haben die Linienarbeit, die haben wir bei TE auch, aber wir haben hier sehr glatte Flächen, wir haben silbernen Akzent vorne auf den Zehen. Hinten hat er natürlich so ein paar Öffnungen und so weiter, aber es ist alles ziemlich gut versteckt. Es sind viele Paneele, die aber, wie ich finde, sehr glatt, sehr sauber abschließen. Hier ist so eine kleine Stufe drin, das ist nicht so schön, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich den Look klasse. Das sind alles so Sachen, die mich auf Fotos erschreckt haben. Diese vielen Linien und Ecken und Schrauben. Und es sah alles sehr technisch und überkonstruiert aus. Aber ich finde, es sieht gut aus. Es sieht einfach nur gut aus. Bleibt noch das Backpack. Und ja, das ist massiv. Das ist massiv. Das Ding hier hinten ist nicht schön. Und das Backpack ist sicherlich auch nicht schön. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es stört mich nicht. Es stört mich einfach nicht. Es ist da, ja. Es ist aber zumindest relativ kompakt gehalten, im Sinne von, dass jetzt nicht oben groß noch was raushängt. Es ist symmetrisch. Es ist also sehr aufgeräumt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, damit ist es für mich eigentlich ultimativ okay. Also ich finde den Look genial. Vom Look her definitiv. Ich habe ja nun alle vier quasi, also MP10, Magic Square, Transform Element und jetzt hier MP44 in der Hand gehabt. Er ist vom Look, vom Design großem Abstand derjenige, der mir am besten gefällt und der auch wirklich mit sehr, sehr großem Abstand die größte Präsenz hat. Kommen wir zu, wie ich zumindest vermute, zum Highlight dieses Videos, nämlich der Artikulation dieser Figur. Und das ist, glaube ich, das ganz große Plus neben der sehr cartoongenauen Erscheinung, die die Figur mit sich bringt. Als erstes haben wir einen Kopf, der sitzt auf einem Kugelgelenk. Das wird jetzt den einen oder anderen wahrscheinlich erstmal verwundern, aber ihr kriegt ein unglaublich gutes Hoch, ihr kriegt die Seitwärtsbewegung, ihr kriegt rundherum, ihr kriegt auch
ein kleines bisschen nach unten, nicht viel aufgrund der Gesichtsplatte. Man hat allerdings eine bewegliche Basis eingebaut, sodass ihr, wenn ihr jetzt so guckt, den Blick nach unten hinbekommt. Ihr dürft halt da nur nicht um die Figur rumwandern, dann habt ihr nämlich hier die Öffnung. Und das jetzt gerade ganz frisch, wo ich gerade ganz frisch MP Ironhide mir angeguckt habe, da hätte man nochmal designmäßig ein bisschen was machen können. Aber ich sag mal, bis hier ist es nicht schlimm und es gibt euch auch schon einen ganz guten Blick runter. Und von daher bin ich mit der Artikulation des Kopfes absolut einverstanden. Schultern, mehrere Gelenke. Das Offensichtlichste ist dieses hier, was sich leider nicht ganz so einfach aktivieren lässt, weil das andere leichter geht. Aber es funktioniert. Auf dem Gelenk kommt ihr ein bisschen mehr als 90 Grad. Ergänzen könnt ihr das Ganze mit diesem Gelenk, sodass ihr den Arm also wirklich absurd weit nach oben bekommt. Es ist allerdings tatsächlich etwas schwergängig, muss ich sagen. Das ist nicht ganz so gelungen. Ihr habt Butterfly-Bewegung über dieses Gelenk nach hinten und nach vorne. Und ihr könnt das natürlich, weil ihr das Ganze auch rausholen könnt, so weit, wie man sich das nur wünschen kann. Und es reißt nicht mal so großartig viele Lücken. Natürlich ist hier so eine kleine Lücke entstanden. Und das ist jetzt auch alles nicht so wunderschön. Aber da habe ich auch schon Schlimmeres gesehen, was Butterflies angeht. Also das ist okay. Kann ich mitleben. Arm rundherum ist eine Ratsche drauf, eine sanfte. Da habe ich nichts zu meckern. Der Arm rotiert 360 Grad. Das ist alles wunderbar. Der Ellenbogen gibt euch, ist ein doppeltes Gelenk. Nicht ganz 180 Grad, also die volle Reichweite, aber fast, ich denke, genug. Legt hier so ein bisschen was Unschönes frei, aber noch okay, würde ich sagen. Die Hand ist ganz spannend. Die Hand lässt sich rotieren, einmal rundherum, lässt sich hier ist ein Scharnier bewegen und lässt sich halt auch nochmal hier auf diesem Steckplatz nicht mehr bewegen, aber zumindest nach innen nochmal klappen. Ihr habt den Daumen, der sitzt hier auf einem Scharnier. Das heißt, ihr könnt ja hier so hin und her schieben, legt dadurch die Finger frei. Die Finger haben, das ist ein bisschen wonky, ein bisschen seltsam, einen Basispin. Ihr habt einen einzeln artikulierten Zeigefinger mit einem zweiten Gelenk. Diesmal ist das auch alles vernünftig gepinnt und nicht so gesteckt wie bei MP10. Und die hinteren sind nochmal auf einem gemeinsamen zweiten Gelenk. Also ihr solltet mit der Hand eigentlich so ziemlich alles machen können, was geht. Ist sehr fest toleriert, das heißt, da schlappern keine Finger, manchmal vielleicht ein bisschen zu fest, aber das ist alles okay. So, Torso. Der Torso ist nicht ganz ohne, denn wenn man ihn erstmal so sieht, geht da fast nichts. Und da habe ich mich erstmal ein bisschen erschreckt. Aber in dem Moment, wo ihr hier hinten, nehmt quasi hier hinten das Ganze aus der Verankerung raus, da beginnt die Magie. Ihr kriegt ihn bis hier und hier sogar voll gedreht. Ich glaube, jetzt habe ich hier irgendwo hängen geblieben oder so, an irgendeiner Klappe. Reicht völlig aus, was Torsodrehung angeht. Traumhaft. Ihr habt eine Rumpfbeuge bis hier. Ihr könntet jetzt hier auch noch die Orientierung lösen, kriegt ihr noch vielleicht auch noch weiter runter. Also wenn ich jetzt hier rausziehe, ist halt schon sehr schwer, dann kommt ihr auch noch weiter, aber es macht den Skype kaputt. Und deswegen würde ich sagen, das zähle ich nicht. Und vor allem kriegt ihr es dann auch so schwer wieder rein. Also für eine schnelle Bewegung ist das sicherlich nicht gedacht. So, aber die hintere hier auf jeden Fall, die kriegt man recht einfach. Jetzt geht es nicht. So, gelöst und dann habt ihr hier die Möglichkeiten. Ne? Ihr könnt ihn auch ein bisschen so links und rechts noch neigen. Das funktioniert, also ihr habt quasi wie so eine Rundumbewegung. Das ist alles schon ziemlich cool, muss ich sagen. Rasten wir ihn erstmal wieder ein. Dann haben wir die Hüfte selber. Das ist ja schon rumgegangen, ne, dass er hier quasi selbst aktivierendes Hüftschild hat, was hier oben reinrutscht. Was ich ziemlich geil finde, heißt Tritt bis hier. Eher ein bisschen Farb, das ist von meinen Fingern. Da kann er nichts für. Die Klappe geht raus. Das heißt, ihr kriegt das Bein 90 Grad raus. Mal gucken, ob man es vielleicht sogar noch ein bisschen schummeln kann. Naja, nicht wirklich viel. Das wieder runter und dann habt ihr hinten noch eine Klappe und kriegt das Bein halt auch entsprechend gerade nach hinten. Ihr seht, das alles hier hat ein bisschen viel Spiel für meinen Geschmack. Er ist jetzt nicht so, ich habe Videos gesehen, wo er total schlabbert, das finde ich jetzt nicht. Die Beine wackeln so ein bisschen, weil die Zähne hier halt auch Spiel haben und es ist alles ein bisschen freischwebend. Ich finde das aber nicht ganz so schlecht an der Stelle.
Er ist dadurch nicht instabil und ich denke mal, das kommt einfach dadurch, dass man so viele bewegliche Teile hat, die alle auch irgendwie noch miteinander arbeiten müssen. Macht aber jetzt im ersten Moment nicht den stabilsten Eindruck. So ehrlich muss man dann an der Stelle auch sein. Ihr könnt das Bein hier rotieren, bis außen, bis hier, nach innen, bis hier. Anatomisch korrekt, habe ich überhaupt nichts zu meckern. Und dann habt ihr das Knie. Das Knie, da gab es wohl diverse Diskussionen, dass man da aufpassen muss, dass man da nichts kaputt macht. Und zwar geht es um diese kleine Nase hier. Habt ein einfaches Knie. Das bringt euch 90 Grad so bis, na nicht ganz 90 Grad, so 45 Grad bis hier. Und dann kommt das zweite Knie ins Spiel. Das zweite Knie ist nämlich dieses Gelenk hier. Und dass man da einfach, gab es Probleme, dass die Leute sich, dass das hier hängen geblieben ist und so weiter. Ich habe null Probleme, also gar keine. Wenn das sauber transformiert ist, überhaupt kein Ding. Und dann kriegt ihr das Knie bis hier. Und wenn ich das jetzt mal kombiniere mit der Bewegung vom Bein, das ist schon ziemlich cool. Kann man nicht anders sagen. Und ihr habt noch hier diese Knieplatte, die sich entsprechend so davor schiebt, das Ganze relativ schön covert. Also ich habe nichts gegen die Knie, wirklich nicht. Ganz im Gegenteil, finde ich ziemlich cool. Dann habt ihr noch den Fuß. Der Fuß haben wir ja vorhin schon bei der Transformation gesehen oder seht ihr noch, je nachdem, welche Reihenfolge ihr das guckt, ist eine Ratsche drin, geht nach oben bis hier. Ihr habt nochmal eine Zusatzbewegung für den Zeh, dann kommt ihr noch ein bisschen weiter und nach unten bis hier, wenn ihr die Ferse aus dem Weg klappt, kommt ihr da, glaube ich, sogar noch weiter, oder? Ne, da ist Schluss. Okay. Ferse, wie gesagt, könnt ihr nochmal separat artikulieren, um ihn nach hinten nochmal ein bisschen zu stützen, was sicherlich auch nicht falsch ist. Und den Fuß könnt ihr ausstellen, soweit ihr das wollt. Also, auch da nichts zu meckern. Drehen kann man den Fuß jetzt irgendwie nicht. Dass da eine Ratsche drin ist, finde ich super, weil euch steht da halt auch wirklich mit stallgestellten Füßen immer sehr, sehr stabil. Und überhaupt muss ich sagen, die Hardware bei dem Teil ist geil. Ist einfach geil. Und er hat ziemlich viele bewegliche Punkte. Teilweise sind die Ratschen etwas schnell aktiviert, weil sie jetzt halt nicht super hart sind. Aber ihr kriegt ihn in super Posen. Und ich werde, wenn ich hier das Video dann hochgeladen habe, gibt es bei Instagram mit Sicherheit auch nochmal eine vernünftige Bildergalerie, wo man nochmal ein bisschen sieht, was man mit dem Kerlchen so machen kann. Das will ich jetzt hier im Video nicht auch noch machen. Es wird sowieso schon lang genug. Aber ja, ich habe mit der Artikulation überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich finde, klar, man sieht an einigen Stellen, so hier sieht man Beweglichkeiten, und also sieht man Bewegungspunkte und Gelenke und es sind viele Panels und Kanten, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist der Preis, den man bezahlen muss für die Beweglichkeit. Ich glaube das wirklich. Ich schließe auch nicht aus, dass ich heute wirklich extrem, weiß ich nicht, beeinflusst bin durch die massive Präsenz dieser Figur. Ich sage das immer wieder, aber es ist unglaublich, was der ausstrahlt. Ich habe das so noch nicht erlebt und jetzt gucken wir uns mal an, wie er mit anderen Figuren zusammen aussieht. Ja, und einmal mit Masterpiece Prowl und Masterpiece Sunstreaker, mangels MP36, hier mit DX9 Mitron und hier der Vergleich mit Magic Square's Light of Freedom. Und man sieht, es ist einfach ein ganz krasser Unterschied vom Designansatz. Guckt euch nur mal den Torso an, wie breit der Magic Square ist. Und ich mag ja, hier die Antennen bei mir, die sind so ein bisschen meh. Ich mag ja einen bulligen Prime. Und trotzdem wirkt, das ist ähnlich wie im Truck-Modus, ich habe das schon mal gesagt, aber ich kann nur beschreiben, wie ich es empfinde. Das Ding wirkt wie ein Spielzeug. Das Ding wirkt wie eine Sammlerfigur. Ja, also ich finde, man sieht den Preisunterschied. Ob man jetzt die Größe des Preisunterschieds sieht, sei mal dahingestellt. Da müsste man vielleicht tatsächlich mal Leute fragen, die sich mit der Sache nicht auskennen und einfach mal die Preise schätzen lassen, sondern Motto, was glaubst du, was kostet der, was glaubst du, was kostet der? Habe ich jetzt gerade keinen da. Das könnte man sicherlich mal machen. Aber ich finde vom Look her, das Wort Präsenz, das überstrapaziere ich heute. Ich weiß es. Und vielleicht ist es auch schwer nachzuvollziehen, wenn man es nur auf dem Video sieht. Aber es ist gigantisch, der Unterschied. Er ist wirklich gigantisch. Und auch beim Umgang, ja, ich meine, klar, das Ding transformiert sich innerhalb von 5 Minuten mittlerweile, gerade wenn wir die Schritte kennen, dann ist das easy peasy. Das hier ist, das ist ein Puzzle, das ist ein Kunststück und fast schon ein Kunstwerk. Ja. Macht aber trotzdem Spaß, trotz allem.
zumindest beim zweiten Durchlauf, wenn man weiß, was auf einen zukommt und wie man das Ganze angehen muss. So ist es, so sehen die zwei nebeneinander aus. Für mich ist jetzt halt die große Frage, was mache ich zum Schluss? Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich komme daran nicht vorbei. Ich habe natürlich jetzt auch den, in Anführungsstrichen, die Situation, den Fehler gemacht. Ich habe das Geld halt jetzt einmal ausgegeben. Dann lebt es sich mit der Entscheidung halt auch deutlich leichter, als wenn man noch überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht. Alles Weitere, denke ich, im Fazit. Fazit, das ist vielleicht eines meiner schwersten Reviews überhaupt. Ich saß den ganzen Tag, eigentlich schon die ganze Woche, seit ich weiß, wann das Ding bei mir ankommt, auf glühenden Kohlen. Und mit jedem Bild, das ich online gesehen habe von anderen Leuten, die ihn schon endlich hatten, und hatte ich mehr Bock drauf. Und das schwingt natürlich auch mal ein Stück weit mit, dass man dann Angst hat, dass man maximal enttäuscht wird, wenn die Erwartungen so hoch hängen. Und das kann ich definitiv sagen, enttäuscht hat er mich nicht. Überhaupt nicht. Die Präsenz ist ungeschlagen. Ich würde sagen, ist mit Abstand die schönste Figur meiner Sammlung. Einfach von der gesamten Wirkung, von der Aura, das, was dahinter steckt. Natürlich sehr stark eingefärbt durch meine persönlichen Assoziationen mit dem Cartoon, mit dem Charakter und so weiter. Überhaupt gar keine Frage. Ja. Aber er ist verdammt gut gemacht. Er ist verdammt gut gemacht. Und was hat er für Schwachstellen? Vielleicht fangen wir damit mal an. Die größte optische Schwachstelle für mich sind die viel zu dünnen Antennen, die anfangen sich zu wölben und wo teilweise das Licht durchscheint. Das ist ein Riesenmanko und da hoffe ich inständig, dass Takara da nochmal nachlegt, weil das stört schon. Und ich glaube, das stört auch auf Distanz. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man mit 20 anderen Figuren im Regal steht, aber jetzt gerade so, ist es so ein bisschen wie so ein schwarzer Fleck auf einer sonst ziemlich weißen Weste, was den Look angeht. Die Artikulation ist durch die Bank weg der Kracher. Du kannst eigentlich alles mit dem Ding machen. Man muss ein bisschen wissen, wenn man ihn bedient. Man muss ihn sehr, sehr sauber transformieren, damit alles gut funktioniert und dass man nicht irgendwas kaputt macht. Weil insgesamt, und das ist ein weiterer, in Anführungsstrichen, Schwachpunkt, das Ding ist filigran ohne Ende und dementsprechend halt auch, wenn man nicht mit der richtigen Vorsicht dran geht, die Anleitung vielleicht weglässt, wie das manche Vollexperten gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen fragil. Und man muss sorgfältig und liebevoll mit dem Ding umgehen. Und dann macht es aber auch richtig Spaß, damit umzugehen. Und dann kriegt man halt auch in Sachen Artikulation und Beweglichkeit und Posing und so weiter unfassbar viele Möglichkeiten. Der Zubehörkatalog ist quasi endlos. Das ist nicht alles gelungen. Die Figuren in meinen Augen sind eine Katastrophe. Die Blast-Effekte sind ganz nett, hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können. Das Battle-Damage-Gimmick finde ich super. Der Trailer ist der Hammer. Sicherlich auch was eigentlich für ihn spricht im Vergleich zu anderen Figuren, dass einfach der Trailer dabei ist. Aber ich glaube, man hätte halt eine Handvoll von Accessoires, wie auch dieses ganz nette Starscream-Gimmick. Das ist zwar ganz nett, aber das hätte man auch weglassen können und vielleicht nochmal einen Fuffi runternehmen vom Preis oder so. Das kann sein. Gar keine Frage. Die Transformation macht, die ist super komplex, die ist teilweise aber auch mega genial und da gilt das Gleiche wie mit Umgang mit der Figur selber, wenn man das mit Sorgfalt macht, sich genau anguckt, wo was hingehört, ein bisschen drüber nachdenkt, was man tut. Und das macht mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß bei Umgang mit Masterpiece-Figuren. Dann ist das ein unglaublich schöner Prozess. Der macht auch Spaß. Der dauert lang. Also ich glaube, transformieren unter 20 Minuten geht gar nicht. Ich brauche jetzt immer momentan noch so annähernd so eine halbe Stunde. Ich versuche es aber halt auch jetzt vor der Kamera und so, habe es auch versucht, extrem ordentlich und sauber zu machen. Und es sind 75 Einzelschritte. Das sagt er auch nochmal gesagt für diejenigen, die glauben, sie könnten das aus dem Kopf. Dafür solltet ihr das ein ganzes Weilchen üben. Ja. Was ziehe ich jetzt für einen Schluss da draus? Die große Frage ist ja, ist er das Geld wert oder ist er das Geld nicht wert? Ich glaube, wenn man nur vor Fotos sitzt und vielleicht auch schon einen der Third-Party-Masterpiece-Optionen oder vielleicht sogar auch MP10 noch hat, dann wird man relativ hohe Hürden haben, über die man springen muss, um den Preis vorm Kauf für sich zu rechtfertigen. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt alle vier gehabt. MP10, kein Maßstab. Null. Überhaupt keine Frage. Da liegt aber auch ein großer Alterssprung dazwischen. Magic Square wirkt dagegen wie ein Spielzeug. Kostet aber auch nur ein Viertel.
Gar keine Frage. Und der Transform Element, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den in der Hand hatte und damit rumgespielt habe. Aber ich glaube, in Sachen Präsenz kann der dem Prime hier auch nicht das Wasser reichen. Und vor allem auch nicht in Sachen Posing und Beweglichkeit. Also alles in allem, glaube ich, es ist definitiv die beste Option für einen Masterpiece Optimus Prime. Ich glaube allerdings nicht, dass er 450 Euro wert ist. Ich habe das jetzt gerne bezahlt. Ich bereue den Preis auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es fühlt sich jetzt für mich irgendwie nicht schlecht an oder so. Aber er ist nicht viermal so gut wie Magic Square. Er ist nicht viermal so gut wie Transform Element. Ich würde fast sagen, er ist doppelt so gut. Also 300 Euro für die Figur, 350 von mir aus. Ja, hundertprozentig ist er das wert. Die 450er Marke ist zu heftig. Sie ist zu heftig und deswegen... Und das ist jetzt das Absurde dabei. Wahrscheinlich muss ich am Ende sogar vom Kauf dieser Figur abraten. Nicht, weil er eine schlechte Figur wäre, sondern weil ich einfach glaube, dass der Preis ein Stück weit überzogen ist. So genial der auch ingeniert ist, gerade was alles hier im Bereich des Torsos passiert. Ich glaube, da schmeckt eine Menge Hirnschmalz und da steckt eine Menge Zeit einfach drin, die man sicherlich auch wieder raushaben will. Aber ein Stück weit sage ich das auch deshalb, weil man, glaube ich, ein Signal setzen muss in Richtung Takara. Passt mal auf, ihr überspannt den Bogen. Und ich sag mal, was man im Bereich Beast Wars gemacht hat, ist schon teilweise ziemlich knackig gewesen. Und hier hat man natürlich jetzt hier den Hauptcharakter und der wird sein Geld verdienen. Und ich habe mir auch gekauft, ja. Aber würde ich es empfehlen, ihn für einen Preis von 450 Euro zu kaufen? Nein, wenn er unter 400 Euro bekommt, da kann ich sagen, das Geld ist er definitiv wert. Und alles darüber sollte man allein schon aufgrund der Signalwirkung eigentlich nicht machen. Und trotzdem bleibt das Fazit, ich liebe das Ding. Soweit mein Video-Review zum Masterpiece 44 Optimus Prime. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.